Hallo und schön, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Heute zum Lesemonat Februar. Ich habe insgesamt 6 Bücher gelesen, was ich gar nicht schlecht finde. Es waren eigentlich auch alles gute Bücher. Dazu jetzt aber auf jeden Fall mehr. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch los. Es handelt sich um Very Bad Choice von J.S. Wanda. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel zu dem Buch sagen. Es ist, glaube ich, der 4. Band der Kingston University-Reihe. Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht mehr so genau, was passiert. Ich habe das Ganze als Hörbuch gehört. Ich brauchte etwas als Hörbuch, etwas sehr, sehr Leichtes, weil ich eben ein High-Fantasy-Buch parallel gelesen habe, was ich euch gleich zeigen werde. Und deswegen, ja, dachte ich dann, vielleicht höre ich mir Very Bad Choice an. Ich hatte es auch relativ schnell durch, weil das ja alles keine langen Geschichten sind. Und wenn wir mal ehrlich sind, passiert in Dark Romance ganz oft irgendwie immer wieder das Ähnliche. Und so war das hier auch wieder so ein bisschen. Ich finde halt Mabel schwierig. Keine Ahnung. Es geht halt irgendwie nicht so um die akademische Laufbahn von ihr, also was sie gerade eben auf dieser Universität tut, warum sie dort ist, sondern eher nur um die Kings quasi, wie es auch eben schon im ersten Band Very Bad Kings ging. Es war ein nettes Hörbuch. Man musste nicht aufmerksam hören. Man hat, wenn man mal kurz nicht hingehört hat, nicht wirklich irgendwas verpasst. Ich finde, glaube ich, Dark Romance ist jetzt nicht unbedingt, also es ist nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen. Ich hätte nur gerne ein bisschen mehr gehaltvollere Handlungsstränge. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe kein Problem damit, wenn es Reverse Harem ist oder irgendwas, die Geschichte nicht nur um die Erotik-Szenen geht und nicht nur für welchen King sich die Frau jetzt entscheiden soll und keine Ahnung was und mit wem sie was hat und nicht hat und was weiß ich, sondern ich hätte gerne noch eine Geschichte drumherum irgendwie, die hier aber jetzt nicht so wirklich existiert. Ich habe jetzt auch nichts zum Inhalt gesagt, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was auf dem Klappentext zum ersten Teil steht. Ihr findet aber auch all die Bücher unten in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr euch da gerne mal umschauen und gucken und euch den Klappentext für den ersten Band Very Bad Kings raussuchen. Das Buch, weshalb ich eben Very Bad Choice gehört habe, war dann das High Fantasy Buch. Und zwar handelt es sich hier um Iron and Flame von Rebecca Yarros. Ich habe das ganze Jahr letztes Jahr zum Geburtstag bekommen, sprich Anfang Dezember. Und habe es jetzt endlich im Februar gelesen und sehr, sehr geliebt. Geht um Violet, die eigentlich Schriftgelehrte werden sollte. Und ihre Mutter steckt sie dann eben doch zu den Drachenreitern. Aber das Ding ist, die Drachenreiter müssen einige Prüfungen überleben. Also sprich, es geht hier eigentlich jeden Tag um Leben und Tod. Und man wird eigentlich nur wirklich Drachenreiter, wenn man das Ganze überlebt. Also es gibt nur zwei Ausgänge, wie man aus dem Ganzen rauskommt. Entweder man stirbt oder man überlebt alles. Und sie wird gewarnt vor Xaden. Und natürlich trifft sie dann direkt am Anfang auf Xaden und zwischen den beiden fängt es dann an zu knistern. Und es geht um Drachen. Ich denke, wir wissen alle, worum es in Fourth Wing bzw. Iron Flame, der Flammengeküsst-Reihe geht. Ich habe das Ganze in der Buddy-Read-Runde auf Reader gelesen. Der Austausch war da auf jeden Fall sehr rege, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil man auch Theorien austauschen konnte. Und manchmal gab es Momente, wo man sich dachte, was zur Hölle passiert hier? Warum zur Hölle passiert das genau jetzt? Warum passiert das überhaupt? Was hat sich Rebecca Yarros dabei gedacht? Wie könnte das weitergehen? Ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt zu dem Buch sagen soll, weil ich nicht spoilern möchte. Auf jeden Fall verbringen Violet und Xaden am Anfang relativ viel Zeit ohne einander, also getrennt voneinander. Und das fand ich eigentlich ganz gut, hat mir Spaß gemacht zu lesen, legte sich aber relativ schnell, weil dann doch wieder beide mehr an einem Ort Zeit verbracht haben. Die Reibereien, Streitigkeiten, Missverständnisse zwischen den beiden war ganz amüsant zu lesen, aber ging mir irgendwann auch so ein bisschen auf den Keks, weil ich mir dachte, also gerade bei Violet dachte, was ist eigentlich mit dir los? Warum handelst du so? Ja, das war mir ein bisschen, hat mir zu viel Raum eingenommen irgendwie. Hätten die sich einfach mal in Ruhe
hingesetzt und drüber gesprochen, wäre das auf jeden Fall geklärt gewesen, was mir wesentlich besser gefallen hätte, weil man sich dann mehr auf die Geschichte hätte fokussieren können. Ich habe jetzt von einigen gehört, sie fanden das ein bisschen langatmig. Ich fand es ganz gut, weil wir uns jetzt eben nicht nur an dem College befunden haben, sondern eben auch außerhalb und man ja auch die Welt erst kennenlernen musste. Im ersten Band, also vor The Wing, haben wir uns ja hauptsächlich auf das Bethgeard War College fokussiert, uns dort aufgefunden und dementsprechend dieses College gut erklärt bekommen. Und jetzt eben beim zweiten Band waren wir, wie gesagt, eben auch außerhalb und mussten dort eben die Welt erklärt bekommen, wie es auch dort aussieht. Ja, keine Ahnung, alles drum und dran. Deswegen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt auf den dritten Band. Ich hoffe, er erscheint ganz, ganz bald. Ich freue mich. Ich fand es wirklich gut und ich werde auf jeden Fall die Reihe noch einmal lesen irgendwann. Ob es das dieses Jahr sein wird oder nächstes Jahr, ich werde es auf jeden Fall lesen, weil es mir wirklich Spaß macht. Und ich habe schon lange keine High-Fantasy-Reihe mehr gelesen, die mir so, so viel Spaß gemacht hat zu lesen. Und vor allem habe ich auch nie eine Drachengeschichte gelesen, die mir so, so gut gefallen hat. Nach dem dicken Fantasy-Schenken brauchte ich dann eine Romance-Geschichte. Außerdem war auch das eine Buddy-Read-Leserunde, die ich mitgelesen habe. Ich habe dann nämlich zu Every Little Secret von Kim Nina Ocker gegriffen. Ein wirklich dickes Buch, was mich für ein Romance-Buch erstmal abgeschreckt hat. Es geht hier um Julie Penn, eine Nachricht, die ihre biologischen Mutter bekommen hat, die sie aber nie kennengelernt hat. Und zwar bekommt sie ein großes Vermögen geerbt. Um aber dieses Vermögen antreten zu können, muss sie eine Entscheidung treffen. Und deshalb taucht Judy dann eben in eine Welt voller Luxus und Reichtum ein, aber auch voller Intrigen und Geheimnisse. Und sie trifft dann auf Caleb, den Adoptivsohn ihrer Mutter, den sie anfangs ja nicht so wirklich ausstehen konnte, der sie aber dann doch mit seinen Blicken irgendwie fesseln konnte und so ein Knistern zwischen den beiden entsteht. Ich habe auch direkt den zweiten Band hinterher gehört, dann als Hörbuch, weil ich ihn eben nicht hier hatte und weil mir auch dieser erste Band nicht so gut gefallen hat, dass ich mir unbedingt den zweiten Band kaufen musste. Auch dieses Buch wird jetzt auf jeden Fall ausziehen, weil ich es nicht nochmal lesen möchte. Mir war Julie am Anfang ein bisschen zu kindisch. Auch die ganze Dialogie über hinweg war sie mir manchmal ein bisschen zu kindisch. Ihre Entscheidungen konnte ich nicht immer ganz oft nachvollziehen. Sie ist oft weggelaufen, obwohl sie wirklich nicht weglaufen sollte, aus bestimmten Gründen, weil sie eben, hier steht sogar drauf, beunruhigende Anrufe bekommt. Und das ist einer der Gründe gewesen, weshalb sie eben nicht einfach irgendwo hinlaufen sollte, sondern ihrem Personenbeschützerin oder Personenbeschützer Bescheid sagen sollte, wohin sie geht, damit sie eben beschützt wird und ihr eben nichts Schlimmes passiert, wie ihrer Mutter passiert ist, die nämlich gestorben ist. Aus welchem Grund auch immer, das wird im ersten bzw. im zweiten Band auf jeden Fall gut aufgeklärt. Ich fand den ersten Band wirklich nicht gut. Der wurde erst zum letzten Viertel hinweg, würde ich mal fast behaupten. Richtig, richtig interessant. Vor allem die letzten 2, 3 Kapitel, würde ich sagen, haben mich wirklich so richtig fesseln können. Wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich werde den zweiten Band auf jeden Fall lesen, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht, was bei rauskommt. Deswegen habe ich dann den zweiten Band Every Little Lie gehört, der mir auf jeden Fall um Längen besser gefallen, nee, was heißt um Längen, aber er hat mir besser gefallen als Every Little Secret, weil es eben auf jeden Fall schon spannender angefangen hat. Aber auch da habe ich jetzt so im Nachhinein das Gefühl, es ist nicht so extrem viel passiert. Also ich finde, beide Bücher haben über 500 Seiten und für eine Romance-Geschichte ist es schon wirklich dick. Also wenn man überlegt, dass eine Romance-Geschichte fast 1000 oder über 1000 Seiten hat, ist schon viel und war mir persönlich auch einfach zu lang, weil zu oft immer wieder das Gleiche passiert ist und wie gesagt, Julie dann wieder weggerannt ist und ich manchmal das Gefühl hatte, dass der Autorin nicht mehr wirklich was eingefallen ist, wie sie die Geschichte jetzt hätte noch spannender machen können, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber das Gefühl hatte ich halt eben während dem Lesen. Das Ende von Band 2 hat mich persönlich jetzt nicht überrascht. Ich hatte die Vermutung, irgendwann mal im ersten Band gehabt, habt ihr dann aber eben wieder verworfen, weil sich die Person irgendwie so doch in das Leben der beiden gut eingefügt hat. Und aber überrascht hat es mich am Ende tatsächlich irgendwie doch nicht. Also es ist eine okaye Dialogie.
Ich weiß nicht, ob ich sie weiterempfehlen würde, weil sie mir persönlich halt einfach nicht so gut gefallen hat. Aber das ist natürlich auch alles Geschmackssache. Ich habe aber auch vor vielen in der Leserunde gehört, dass sie den zweiten Band auf jeden Fall besser fanden als diesen ersten Band. Es lohnt sich auf jeden Fall, in dem Buch dran zu bleiben, weil es schon irgendwie neugierig macht, aber bis es zu dem Punkt kommt, dauert es halt wirklich sehr lange. Das ist meine Meinung zu dem Buch. Ebenfalls eine Buddy-Read-Leserunde. Ihr merkt, ich bin gerade voll im Buddy-Read-Leserunde. Rido-Game drin, weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht und ich zu Büchern greife, die hier doch vielleicht schon ein bisschen länger stehen. Das nächste Buch stand jetzt noch gar nicht so lange hier bei mir. Das ist nämlich, glaube ich, erst im November letztes Jahr erschienen. Aber ich wollte es trotzdem lesen, weil ich die Bücher der Autorin einfach unglaublich gerne mag und es erscheint ja auch demnächst ein neues Buch von ihr, was ein sehr anderes Cover hat, aber was mich trotzdem irgendwie neugierig macht, weil ich die Bücher der Autorin total gerne lese. Auf jeden Fall habe ich jetzt im Februar gelesen. This is Our Life von Katinka Engel. Der zweite Band ist der Hollywood Dreams-Reihe. Ihr merkt, ich habe doch einige Reihen fortgesetzt oder beendet. In der Geschichte geht es um Rio, der Schauspieler ist und jetzt nach einiger Zeit mal wieder eine neue Netflix-Serie dreht. Und zwar This is Our Time. Nee, This is Our. Doch, This is Our Time. Ich bin gerade. Genau. Die Netflix-Serie heißt This is Our Time. Und Fern ist Praktikantin am Set. Und sie suchen jetzt halt eben noch eine weibliche Protagonistin für diese Netflix-Serie, finden aber keine passende. Und daraufhin beschließt dann eben der Regisseur, Fern einfach als weibliche Protagonistin zu nehmen für die Netflix-Serie, weil er fand, das passt ganz gut. Und so drehen Rio und Fern halt eben diese Serie ab. Und in der Serie ist es halt eben auch so, dass sich die Figuren näher kommen. Und irgendwann fragen sie sich oder wissen sie nicht mehr ganz genau, ob das eben nur geschauspielert ist oder ob es auch eben die Gefühle im realen Leben geben oder gibt. Und hier geht die Geschichte von den beiden eben weiter. Und ich muss sagen, es ist nicht meine liebste Reihe von Katinka Engel. Dennoch mag ich sie gerne, mag ich sie sehr gerne und habe es auch den zweiten Band wieder unglaublich gerne gelesen. Ich muss gerade überlegen, was passiert ist, weil es doch schwer ein bisschen her ist, aber jetzt auch nicht so lange. Und andere Bücher gerade ein bisschen mehr in meinem Kopf sind, aber ich mochte diesen zweiten Band unglaublich gerne. Ich mag den Schreibstil, ich mochte Rio und Fern total gerne. Manchmal konnte ich beide nicht so richtig nachvollziehen, warum sie so gehandelt haben, warum sie so reagiert haben. Es ist wieder dieser Punkt, hätten sie sich mal halt zusammen hingesetzt, hätte ein ganz, 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 ganz großer Punkt geklärt werden können. Und es nervt mich immer so, weil wenn du das als Leser halt eben schon weiß und ihr denkt, setzt euch doch einfach mal hin und redet miteinander darüber und streitet euch nicht immer wieder drum und geht dann, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn man das als Leser nicht weiß, finde ich das okay, aber wenn man das als Leser weiß, finde ich es ganz, ganz schwierig, solche Szenen und die machen mir dann persönlich auch nicht so extrem viel Spaß. Trotzdem hatte ich Spaß mit Rio und Fern und habe es sehr gerne gelesen, wie sie wieder zueinander gefunden haben. Ich mochte's. Ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, die Reihe. Ich habe jetzt sehr wenig zu dem Buch erzählt, weil ich gar nicht weiß, was ich noch großartig zu sagen soll. Es ist Katinka Engel. Ich liebe ihre Bücher einfach immer. Auch wenn manche mal besser und mal schwächer für mich sind, aber es ist nie ein Flop dabei gewesen bisher. Deswegen, ich kann euch die Hollywood-Dreams-Trilogie auf jeden Fall nur empfehlen. Das nächste Buch habe ich als Hörbuch gehört und zwar Fallen Princess von Mona Kasten. Ich lese eigentlich alle Bücher von Mona Kasten. Ich habe bisher ein Buch von ihr noch nicht gelesen. Ich werde es auch nicht lesen. Aber Fallen Princess war ich eben sehr gespannt. Ich habe mir jetzt eben mal den Klappentext zur Hand genommen, weil ich nicht genau weiß, was draufsteht. Es geht auf jeden Fall um die 17-jährige Zoe, die den Tod eines Mitschülers vorausgesehen hat. Und daraufhin stellt sich ihr komplettes Leben auf den Kopf. Denn statt die Gabe des Heilens, die sie von ihrer Mutter vererbt bekommen haben sollte, wie sie und alle anderen dachten, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt und ja, muss dann jetzt eben auf einen anderen Zweig wechseln, auf dem Everfall und bekommt dann Dylan als Mentor an die Seite gestellt. Er ist ein Reaper, der andere mit einer bloßen Berührung die Seele entreißen kann und soll nun Zoe dabei helfen, mit ihrer neu erweckten Magie umzugehen. Der Tod des Mitschülers lässt ihr dann aber keine Ruhe und deswegen beschließt sie, den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen und findet dann eben heraus, dass mehrere Leute an der Akademie dunkle Geheimnisse hüten, allen voran Dylan, bei dessen Anblick ihr Herz immer schneller schlägt.
Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesehen habe. Ich bin so ein bisschen zusammengezuckt. Ich habe hier draußen vor der Haustür eine Baustelle. Das heißt, es könnte jetzt langsam laut werden, weil sie nämlich mit ihrer Mittagspause fertig sind oder so. Ich weiß nicht, was sie jetzt gemacht haben. Genau, aber zurück zum Buch. Ich habe das als Hörbuch gehört und ich glaube, hätte ich die Geschichte gelesen, hätte sie noch weniger Punkte von mir bekommen. Ich hatte am Anfang so meine Probleme. Manchmal wäre irgendwie, auch ich weiß, dass es im Hörbuch super schwer ist, so ein Glossar gewünscht, weil es doch viele Magie gab, Mächte gab, Kräfte gab. Keine Ahnung, es war manchmal ein bisschen viel einfach und da hätte ich mir doch so ein kleines Handbuch quasi gewünscht, wo da drin stand, so und so und so ist es eben. Zoe war mir auch mal manchmal ein bisschen zu jämmerlich. Also ich meine, klar, es ist natürlich krass, wenn du denkst, du hast die Gabe des Heilens und bist dann plötzlich eine Banshee mit Todesmagie. Ist natürlich schon ein krasser Umschwung und dass du dich auch erst umstellen musst, ist auch klar. Und dass ihr dann am Anfang jammert, ist für mich auch vollkommen okay. Aber irgendwann war es für mich einfach ein bisschen zu viel. Es gab ja, es wird ja auch im Klappentext schon so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Sori und Dylan angeteasert, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also für mich kam es so aus dem Nichts, dass sie sich irgendwie gut finden. Ich habe vorher nichts gespürt. Ich hatte auch das Gefühl, es wurde vorher nicht wirklich irgendwie erwähnt, dass sie sich einander irgendwie interessant finden, attraktiv finden. Keine Ahnung. Also die Liebesgeschichte habe ich so null gefühlt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die jetzt vor allem im zweiten Band einen viel, viel größeren Raum bekommen wird. Ich werde den zweiten Band lesen, weil ich neugierig bin. Beziehungsweise ich werde den wahrscheinlich auch wieder als Hörbuch hören, weil ich neugierig bin. Aber es wird nicht meine liebste Geschichte von Mona Kasten sein. Aber der zweite Band hat auf jeden Fall Potenzial, noch ein bisschen, noch ein Ticken besser zu werden. Das Spannende an der Geschichte fand ich aber allerdings die Ermittlung zu dem Fall des Toten, des zum Tod des Mitschülers, weil ja, sie mit vielen Menschen geredet hat, man sich die Frage stellen musste, kann man den Personen trauen, kann man ihr nicht trauen, wer erzählt die Wahrheit, wer lügt nur vor sich hin, keine Ahnung. Fand ich interessant, das war eigentlich auch so das Interessanteste an dem Buch, weshalb ich die Geschichte weitergehört habe und ich deswegen am Ball geblieben bin. Genau, aber es war jetzt für mich persönlich nicht unbedingt die beste Geschichte. Und dann sind wir auch schon beim letzten Buch angekommen, und zwar von Adeline Grace. Belladonna habe ich gelesen. Auch das habe ich in einer Bunny Read Leserunde auf Reader gelesen. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber ich war neugierig. Ich habe das Buch mir im Januar als E-Book gekauft und wollte es auch direkt dann lesen. Und es hat es sich einfach angeboten. Es geht um Signa. Genau, ich lese euch den Klappentext vor. Ich weiß nämlich gar nicht so genau, was hier drauf steht. Signa ist vom Tod berührt. Seit ihre Eltern gestorben sind, glauben ihre Verwandten, dass sie verflucht ist. Bis Signa eines Tages von ihrem Cousin in das wunderschöne Herrenhaus Thorngrove eingeladen wird. Die rauschenden Bälle und eleganten Gäste faszinieren Signa, doch der Glanz verbirgt ein düsteres Geheimnis. Die Tochter des Hauses, Blythe, wurde vergiftet und der Täter steht der Familie näher als vermutet. Als der Tod dann höchstpersönlich erscheint, um Signa bei dem Rätsel zu helfen, weckt er in ihr verbotene Gefühle, die sie in einen dunklen Abgrund reißen könnten. Genau, das einmal zum Klappentext. Ich fand den ersten Teil, also den Anfang, wirklich sehr gut. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen, weil wir da Signa kennengelernt haben, so ein bisschen ihr Leben kennengelernt haben, wie sie auf Thorngrove gekommen ist. Und als sie dann auf Thorngrove gekommen ist und ein paar Tage dort verbracht hatte, wurde es für mich persönlich irgendwann ein bisschen zu eintönig. Es ist nicht mehr wirklich was passiert, so hin und wieder schon, aber irgendwie nicht so richtig viel. Es hat mich so ein bisschen verloren irgendwie. Das war so ungefähr so zwei Viertel des Buches, haben mich so ein bisschen verloren und dann wurde es wieder ein bisschen interessanter, wo es dann wieder darum ging, wer hat Blythe vergiftet. Weil eben noch viele andere Dinge herausgekommen sind, natürlich auch noch andere Dinge passiert sind, die jetzt nicht im Klappentext stehen, logischerweise. Und das Ende, ich überlege gerade, wer der Mörder war, oder wer nicht der Mörder, aber wer Blythe eben vergiftet hat. Achso, ja, genau. War für mich, ich wusste gerade, ich hatte irgendwie ein Namen im Kopf, aber irgendwie war ich mir nicht mehr sicher, ob das der wirklich die Person war, die Blythe eben vergiftet hat. Fand ich überraschend, habe ich so irgendwie gar nicht erwartet. Ist, wenn man aber die Hintergründe kennt, jetzt, ich persönlich fand es jetzt nicht nachvollziehbar, aber
Ich kann mich in die Person hineinversetzen und dann finde ich es vielleicht doch ein Ticken nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so gehandelt hätte, aber okay, es ist eine Geschichte. Fand ich gut. Das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Man kann die Geschichte problemlos lesen, weil sie eben keinen Cliffhanger hat. Wo es darum geht, wer hat Blei vergiftet, wird hier auch in dem Band abgeschlossen. Und genau, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr interessant, dass der Tod quasi eine Person ist. Und ja, die Liebes oder dieses das, was zwischen dem Tod und Signa war, konnte ich sich nicht richtig nachvollziehen. Irgendwie habe ich da keine Verbindung gespürt. Ich weiß auch nicht, das kam für mich einfach ein bisschen so plötzlich. Aber vielleicht ist das dann im zweiten und auch im dritten Teil einfach ein bisschen nachvollziehbarer für mich, was da zwischen Signa und dem Tod dann wirklich abgeht. Ich fand, wie gesagt, dann Belladonna eigentlich ganz gut. Für mich aber kein Highlight, weil sie für mich einfach mittendrin in der Mitte so ein bisschen zu eintönig war, sage ich jetzt mal. Mir ein bisschen zu wenig passiert ist, die Spannung ein bisschen zu wenig war. Genau. Das war alles, was ich zu den Büchern zu erzählen habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr im Februar gelesen habt und wie euch die Bücher gefallen haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!